Der Schlund. Das Raumschiff, in dem wir wiedererweckt wurden. Da, wo alles begann. Das Ding fällt auseinander. Es hält. Wir schaffen es nicht. Doch. Das war Absicht. Stimmt's? Wir müssen zur Brücke. Von dort aus können wir die Implantate des Captains benutzen, um die Überlastung des Antriebs einzuleiten. Die Explosion dürfte dann genügend darunterliegende Systeme beschädigen, um den Ring zu zerstören. Die Lüftungsschächte sind zurück. Aber die komischen Viecher sind auch schon da. Was machen die eigentlich hier drin? Was machen die in der Pillar of Autumn? Was wollen die hier drin? Warum sind wir jetzt so schnell gestorben? Da waren doch nur 5-6 Stück von den kleinen Dingern. Von dort aus können wir die Implantate des Captains benutzen, um die Überlastung des Antriebs einzuleiten. Die Explosion dürfte dann genügend darunterliegende Systeme beschädigen, um den Ring zu zerstören. Schön. Warum ist das Alien-Gewehr eigentlich so viel stärker als das Menschengewehr? Sollten die Menschen dann nicht mal ein bisschen nachrüsten? Ich meine, gut, die Menschen können Munition nachgeben. Das haben die Alien irgendwie verpeilt, so eine Funktion einzubauen. Aber der hat eine Schrotflinte, das ist eh vollkommen Wurst. Da haben die Deutschen nämlich. Die Deutschen. Ja, die Deutschen! Nein, da haben die Menschen nämlich den Vorteil. Also, wie komme ich denn auf Deutsche? Alter, ich bin so durch. Ich bin jetzt nur gerade einmal so drin im Spiel, da möchte ich jetzt nicht wieder aufhören. Und ich glaube, da wir eben in Mission, im Menü waren und da stand Mission 8 von 9 und wir hatten Keys noch nicht abgeschlossen, jetzt haben wir Keys abgeschlossen, sollte das hier 10 von 10 sein. Nicht 8 von 9, da stand 8 von 10, so. Das heißt, Keys müsste 9 von 10 gewesen sein, wir müssten uns jetzt in der letzten Mission des Spiels befinden. Da möchte ich jetzt nicht nochmal extra eine Aufnahmesession beenden, das ziehen wir jetzt durch. Und dann brauche ich auf jeden Fall dringend eine Aufnahmepause. Ich bin jetzt schon gleich 3 Stunden dran an dieser Aufnahmesession. Und das bei allem Respekt vor Halo. Bei einem Shooter, der jetzt nicht der abwechslungsreichste ist, so nenne ich es mal, ist das dann doch eine Menge. Oh Gott. Wieso sind hier so viele von den Viechern? Warum haben die jetzt alle diese Alien-Raketenwerfer? Und wo ist der zweite von diesen Riesenschussviechern, den ich hier gesehen hatte? Hier waren 2 von den Jägern. Da ist der zweite. Alles klar, das war der zweite. Wir sind jetzt so gut wie tot. Aber hier war zum Glück ein Gesundheitspack. Irgendwo hier. Jetzt müssen wir die kleinen Viecher mit den Raketenwerfern ausschalten. Kontrollpunkt, das ist schon mal gut. Hier ist der Raketenwerfer hier.
Vergiss immer, dass das Ding explodiert, sobald man den Kleinen ausgeschaltet hat. Da hat sich ja das Lebenpaket richtig gelohnt, wenn wir uns danach mit einer Granate selbst das ganze Leben wieder abziehen. Scheiße. Ich muss nah genug ran, um die mit der Schrotze auszuschalten. Eine andere Möglichkeit fällt mir gerade nicht ein. Das war's. Tschüss. Ich kam nicht mehr weg. Mit dem Kleinen sind wir los. Oh, verdammt, das Lebenspaket riecht schon okay, dann sind wir schon wieder tot. Und es kam ein Kontrollpunkt, damit wird diese Mission unschaffbar. Es sind noch so viele Gegner und wir haben einen Kontrollpunkt, kurz nachdem wir unser komplettes Leben verloren haben. Weil ich hier nochmal rausgelaufen bin, bedeutet, wir müssen es jetzt mit dem Leben schaffen und ich sehe keine Möglichkeit, das mit diesem Leben zu schaffen. Ich sehe keine Möglichkeit, das mit dem Leben zu schaffen. Sorry, aber ernsthaft. Ich habe nicht den Ansatz einer Idee, wie ich durch diese Gegnermasse durchkommen soll. Mit quasi null Leben, also mit 1% Leben. Vor allem hatte ich einen Checkpoint, da hatte ich volles Leben. Dann habe ich einen Gegner ausgeschaltet, habe mein komplettes Leben verloren, hatte dann den nächsten Checkpoint. Und die können einfach so unglaublich brillant Granaten werfen, dass man denen auch nicht ausweichen kann. Ich sehe keine Möglichkeit, da durchzukommen. Sorry. Ich probiere es jetzt noch 8 Mal und dann wird dieses Spiel leider nicht beendet werden können, weil es zu schwer ist an dieser Stelle. Ich komme 3 Meter! Ich komme 3 Meter! Dann bin ich tot. Die können meinen Granaten perfekt ausweichen. Hier! Ich komme noch nicht mal um die Ecke! Was ist denn das? Wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht? Ich bin noch nicht mal im Raum drin, da ist mein Leben schon weg. Beziehungsweise mein Schild. Das ist nicht machbar. Das kann man nicht schaffen. Ich werfe jetzt einfach alles, was ich an Granaten habe, da rein. Vielleicht kommt hier wieder Granate angeflogen, dann bin ich tot. Wir haben auch noch Granatwerfer. Ja, natürlich! Natürlich! Ja, perfekt! Innenlauf, Kopfschuss, Sniper, perfekt! Ihr seid die Größten! Cheater-Kackviecher! Ja, und jetzt klettert... Ach, leck mich doch! Boah! Schlimmster Raum ever! Okay, wir haben zumindest ein bisschen Munition für die Schrotflinte gefunden, was uns nichts bringt, weil die Gegner nicht rankommen. Die bleiben auf Distanz und wir haben nur Nahkampfwaffen. Also das ist jetzt nicht unbedingt die perfekte Nahkampfwaffe hier, aber die ist halt auf dem Nahkampf am stärksten. Und die Gegner haben halt perfekte Waffen für diese Distanz. Und wir haben kein Leben, also was soll ich hier groß tun? Ach, wir haben noch nicht mal Munition für die einzige Waffe, die auf dem Nahkampf überhaupt was kann. Okay, wir haben den Typen mit dem Raketenwerfer ausgeschaltet. Lauf doch! Nein! 3 Meter vom Ziel! Fickt euch einfach. Ja, voll von der Granate getroffen, das interessiert ihn aber einen Scheiß. Der überlebt das einfach mal. Und der hat uns schon wieder erwischt! Das kann doch echt nicht wahr sein! Oh, Mensch. Wer hat sich so eine scheiß Mission ausgedacht? Ich
Das kann doch echt nicht wahr sein, ey, dass die dich jedes Mal hundertprozentig mit der Granate treffen. Weißt du, du guckst für eine Millisekunde um die Ecke und kriegst sofort eine Granate an dich dran geklebt. Du kannst nichts dagegen machen. Ja, die killt uns eh. Ah, nicht ganz. Ich dachte, ich hätte zumindest den scheiß Granatwerfer ausgeschaltet, aber es sind zwei Granatwerfer. So eine Kacke. Der kleine da hat nämlich einen. Und der daneben hat auch noch eine. Ich habe vergessen, dass die zielsuchende Scheißschüsse haben. Wieder perfekt erwischt mit der Granate, aber nee, diesmal ganz knapp vorbei. Wir haben nur noch 4 Schüsse, dann ist vorbei. Ich glaube, hier draußen ist noch, die haben wir diesmal nicht mitgenommen. Ja. Immerhin ein bisschen. Komischerweise sehe ich nur noch den einen hier. Die anderen sind aber noch nicht ausgeschaltet, oder? Ne, die sind nur da hinten hin geflüchtet. Das ist der Granatwerfer-Typ. Den sollten wir ausgeschaltet haben. Also einen One-Hit kriegen sie uns nicht mehr, außer sie treffen uns mit der Granate. Mit der Granate getroffen! Mann! Das waren die letzten zwei! Und dann treffen die uns perfekt, das ist doch scheiße! Ja, natürlich! Deren Schuss ist mal wieder um eine Kurve geflogen, hat uns erwischt und gekillt. Oh. Das schlimmste Level in meinem Leben, in meiner kompletten Videospielgeschichte. Kontrollpunkt. Oh mein Gott. Die Brücke. Wir haben es geschafft an die Arbeit. Was heißt, wir haben es geschafft an die Arbeit? Schrotmunition. Geil. Hier waren wir bereits. Hier haben wir unsere erste Zwischensequenz bekommen. Hier haben wir die kleine Stimme in unserem Kopf mitgenommen. Bitte übertragen Sie mich ins Steuersystem. Alles klar, der Granatwerfer haben wir nicht gesehen. Da war ein Gesundheitspaket. Gut, dass ich gestorben bin, das hätte ich sonst übersehen. Bitte übertragen Sie mich ins Steuersystem. Das Terminal warte. Sich neben dem Hauptschirm. Ich bin da. Hier haben wir dich auch her. Hier wurdest du uns das erste Mal gezeigt. Was passiert? Es wird nicht lange dauern. Da,
Das dürfte uns genug Zeit geben, eine Rettungskapsel zu erreichen und etwas Abstand zur Halo zu gewinnen, bevor es knallt. Kommt leider nicht in Frage. Mist. Lächerlich, die künstliche Intelligenz eines Kriegsschiffs mit so viel Wissen auszustatten. Haben Sie denn keine Angst, dass man sie anzapft oder zerstört? Er ist in meinen Daten. Lokaler Zugriff. Können Sie sich vorstellen, wie aufregend das ist? Die ganze verlorene Zeit. Die menschliche Geschichte. Ich werde jeden Moment der Kategorisierung auskosten. Der Gedanke, Sie könnten die Einrichtung und diese Aufzeichnung vernichten, erschüttert mich. Er hat die Selbstzerstörung abgebrochen. Warum bekämpfen Sie uns, Reclaimer? Sie können gar nicht gewinnen. Geben Sie uns die künstliche Intelligenz und ich werde versuchen, Ihren Tod relativ schmerzlos zu gestalten. Wenigstens habe ich noch die Com-Channels. Wo ist er? Ich habe Zugriffe überall im Schiff. Wahrscheinlich Wächter. Der Illuminat ist im Maschinenraum. Er versucht sicher, den Kern abzuschalten. Selbst wenn ich den Countdown neu starten könnte. Was soll ich tun? Wie viel Feuerkraft brauchen Sie, um einen dieser Schilde zu sprengen? Nicht viel. Eine gut platzierte Granate reicht. Gut, ich komme mit. Chief, Wächter! Okay. Also. Dieses kleine Viech erinnert mich irgendwie so ein bisschen. Schwer beschädigt. Auf zur Kryokammer. Von dort aus müssten wir in den Maschinenraum kommen. Durchqueren Sie die Kryostase-Abteilung zum technischen Bereich zu gelangen. Woher soll ich denn wissen, wo ich da lang muss? Dieses kleine Viech erinnert mich so ein bisschen wie an Wheatley aus Portal. Am Anfang Freund und so rumgedaddelt und la und auch so ein bisschen, ja. Bisschen doof dargestellt, sage ich mal am Anfang, wie er da oben so rumgedaddelt ist, während wir hier von 30 Milliarden Flat-Typen angegriffen wurden. Und danach dann plötzlich der Erzfeind schlechthin. Auch die Synchronstimme ist ein bisschen ähnlich, finde ich. So, Munition mehr als genug. Sind aber alles diese hier, ne? Hä? Also jetzt haben wir. Volle Munition für Sturmgewehr, ein bisschen Schrotflintenmunition. Ich gehe einfach mal wieder wie immer da lang, wo die meisten Gegner sind. Der hat eine Schrotflinte, das finde ich gut. Oh Gott. Ich weiß noch, dass ich mir vor denen so einen riesen Respekt hatte. Mittlerweile hält er sich eigentlich ein bisschen in Grenzen. Weil mit der Schrotflinte können die echt nichts. Also wenn man gegen die mit der Schrotflinte kämpft. Leben brauchen wir gar nicht. Wir sind eben so gut. So, wo geht's hier Richtung Kryokammer? Bin ich hier überhaupt richtig? Hier ist ein Lade- und Kontrollpunkt. Muss nicht immer heißen, dass wir hier richtig sind, aber dadurch, dass hier so viele Feinde sind, könnte es das durchaus bedeuten. Zweite Mal in diesem Spiel, dass ich geschlichen bin. Das erste Mal war auch in diesem Schiff unter einem Tor durch. Interessant. Eventuell war es sogar dasselbe Tor. Wer weiß.
Damals war ja auf jeden Fall alles noch ein bisschen dunkler als jetzt. Da mussten wir allerdings auch über sichere Rohre klettern. Es kann tatsächlich sogar dasselbe Tor gewesen sein. Warum ist die Tür nur so halb offen? Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Normalerweise würde ich mich ärgern, dass ich Schaden genommen habe oder dass es durch eine Schrotflinte war. Freue ich mich eigentlich darüber, dass ich die gleich bekommen kann. Aber ich glaube, wo ist die denn? Da. Gib her! Ja. Durch die Decke aufgesammelt. So machen das Pros. Oh oh. Was ist eine Schrotflinte? Nee, das ist keine Schrotflinte, das ist ein verdammtes Sturmgewehr. Hätte ich eine Schrotflinte haben können? Arschloch. Oh, nur noch zwei Schüsse zum Nachladen. Leider hochklettern ist ja echt kompliziert. Ach, hier war eine Glasscheibe, da konnte ich gar nicht durchschießen. Alles klar. Okay, der hatte den Schrot. So, passe. Hallo? 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 Da ist noch eine Schrotze. Mag ich. Weg. Weg. Weg, habe ich gesagt. Weg. Und weg. Nächste Schrotze, danke. Wir sind wohl down. Gehen wir mal weiter. Okay, hier ist nur ein extra Schutz. Wir durch die Kryokammer müssen, dann heißt das doch, dass wir durch die Kammer müssen, in der wir wieder auferstanden sind, oder? Sind wir nicht in der Kryokammer quasi, haben wir da nicht geschlafen die ganze Zeit? Dass wir geweckt wurden? War das nicht die Kryokammer? Okay, hier ist eine ganze Armada an Alien-Munition. Ich bin aber gerade lieber mit unserer Schrotflinte. Okay, erstmal die Robo-Dinger ausschalten. Weil die kommen mir wesentlich gefährlicher vor als die Aliens momentan. Die können nämlich momentan nicht ganz so viel, außer die da, die sind ganz schön mies. Wenn die mit ihren Granaten werfen. Alter, wo kommen denn die ganzen Roboter her? Ich habe doch da hinten gerade alle zerstört und war plötzlich wieder einer da. Dann habe ich nochmal alle zerstört und war plötzlich nochmal wieder einer da. Armory. Engineering. Das hört sich gut an. Lunte anzünden und dann schnell weg. Oh, großer Raum. Alarm. Ich höre ihn schon. Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Keine Sorge. Ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt.
Okay, wir müssen das irgendwie hoch. Wo ist der Vollidiot? Hier ist der Vollidiot. Hey, er sitzt am Gamepad. Oh. Los, hoch da. So, hier hin. Dahin. Hier hin. Dahin. Dahin. Hier hin. Dahin. Für die Leute, die diese Skills hier gerade sehen, ich mache übrigens auch 3D-Jump-Runs auf meinem Channel. Ich weiß, ihr könnt das bestimmt gar nicht abwarten, sowas mal von mir zu sehen. Alter! Jetzt spring da hoch! Junge! Mach's jetzt nicht unnötig kompliziert. Das, sowas sagt man nach 3,5 Stunden Aufnahmesession Halo. Warum? Warum? Hätten die ja nicht einfach so sowas hier hinbauen können, so eine Rampe für die ganz Doofen. Sonst sind die doch noch morgen hier. Den springt doch, wenn ich den Sprungknopf drücke. Der springt einfach nicht. Spring! Oh Gott, das hat funktioniert. Wir kommen jetzt hier nicht hoch. Warum? So, das werden wir. Muss ich das eigentlich kaputt machen? Ich glaube, ich muss da dran, ne? Kaputt machen wäre ein bisschen lame. Dann müsste ich ja meinen Jump'n'Run gar nicht auspacken. Kommen hier nur Gegner her, dann müssen wir hier auch tatsächlich runter. Scheint Sackgasse zu sein. Vielleicht ist ja später ein Fluchtweg oder so. Ja, ist auch eine rote Tür. Zumindest von der Innen. Ja, ist eine rote Tür. Rote Türen heißen meistens, dass man da nicht durch sollte. Ist halt so ein Gegner-Spawn-Raum, ne? Dass sie halt nicht vor deiner Nase. Oh! Kann ich den überhaupt kaputt machen? Fehlt mir so ein bisschen in dem Spiel so ein. Dass mir das Spiel so irgendwie mitteilt, dass ich jetzt gerade tatsächlich Schaden ausgeteilt habe. So ein Hitmarker oder sowas. Also zumindest ein Geräusch. Sodass man halt weiß, aha, ich habe ihm jetzt tatsächlich Schaden zugefügt und ich schieße jetzt nicht umsonst 15 Mal drauf. Und er verliert gar nichts. Wie soll man denn da hoch? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Was will dieses Spiel von mir? Wie soll ich da hin? Leckt mich doch alle. Ihr spawnt doch eh unendlich häufig, oder? Dafür habe ich nicht genug Munition. Sorry, Lungs. Ja. Wie gesagt, 3 Stunden Halo. Also, ich versuche das jetzt nochmal. Spring doch da hoch, Mann! Alter! Ja, und dann killen mich die Kackviecher. Was soll ich denn machen? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie haben die sich das denn vorgestellt? Der Maschinenraum. Wir sind da. Ich höre jetzt nochmal genau zu, was sie sagen. Alarm! Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Keine Sorge. Ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Hätte ich einfach hier durchgehen sollen. Der Weg sieht irgendwie besser aus. Und schon sind wir da. Ich bin so blöd. Sie müssen das Konstrukt herausgeben, damit wir mit unserer eigentlichen Aufgabe fortfahren können.
Verbrennt ihr das Ventilationsgerät mit einer Granate? Schritt 1 erledigt. Jetzt müssten wir Zugang zu einem der 4 Fusionsreaktoren haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ich schlage eine Granate oder Rakete vor. Wenn ihr... Würde ich gerne tun, aber dafür kamen mir einfach 95.000 Gegner entgegen und deswegen konnte ich keine Rakete oder eine Granate zünden, weil ich war einfach schon direkt tot. Wir sind da. So, da hinten sind wir, glaube ich, eben hoch. Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Ich habe nicht mal feststellen können, wo dieser Fusionsreaktor ist. Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Also wir ziehen das Ding zurück und dann öffnet sich irgendwas, wo ich keine Ahnung habe, wo was ist, weil dann kommen plötzlich so viele Gegner an, dass du eh stirbst. Das heißt, du kannst doch gar keine Ahnung haben, wo das ist. Dann müssen wir irgendwo in diesem Riesenraum eine Granate reinwerfen. Und dann wieder hier hoch. Jedes Mal kommen 30 Millionen neue Gegner. Weil die ja scheinbar zumindest diese Roboter unendlich häufig nachspawnen.